Hallo zusammen, ich grüße euch. Wie ihr bestimmt auch schon mal mitbekommen habt, ist Mode in Münster ein großes Thema. Junge, stylische Leute laufen täglich durch die Münsteraner Innenstadt und im Südviertel, da gibt es sogar eine eigene Schule für angehende Modemacher. Petra Goldmann, ja, die hat die Schule schon ein wenig hinter sich, denn seit über 20 Jahren ist sie schon selbstständige Designerin. Ich habe mir einmal angeschaut, was sie alles in ihrem Atelier am Hafen fabriziert. Ein schickes Lederbustier für den Sommer, Babyschüchen oder eine Kinderlederhose. All das sind Maßanfertigungen, die es bei Petra Goldmann hier in Münster am Hafen gibt. Hallo Frau Goldmann. Hallo. Schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Sie beschäftigen sich jetzt schon seit über 20 Jahren mit dem Material Leder. Das ist wahr. Wie kamen Sie denn dazu? Ich habe eine Ausbildung gemacht als Zahntechnikerin, habe das auch viele Jahre lang gemacht und nebenbei immer mein Hobby betrieben, nämlich das Ledernähen. Aber irgendwann stellte ich fest, dass mir das viel mehr Freude macht und habe das dann zu meinem Beruf gemacht und mich dann 1989 damit selbstständig gemacht. Mhm. Würden Sie mir denn mal zeigen, was Sie jetzt gerade machen, woran Sie jetzt gerade arbeiten? Eine Maßanfertigung einer Lederhose. Aus der Lieblingsjeans wird dann die Lederhose gemacht, die dann die nächsten 10 bis 20 Jahre am Bein der Kunden ist. Bevor es allerdings soweit ist, muss erstmal das richtige Leder her. Und frei nach dem Motto, nicht kleckern, sondern klotzen, muss da gleich eine ganze Kuhhaut für herhalten. Denn die Hose wird aus ganzen Teilen geschnitten. 2 Tage braucht Petra Goldmann dafür. Und das auch nur, weil jeder Handgriff sitzt. Nach 20 Jahren im Business ist sie Profi. Und schocken kann sie gar nichts mehr. Gibt es denn irgendwie eine kleine Anekdote, irgendwie was ganz Besonderes, was Sie einmal in den über 20 Jahren Erfahrung anfertigen mussten, wo Sie vielleicht ein bisschen geschmunzelt haben? Ja, schmunzeln war das weniger, sondern wundern. Ich habe mich gewundert über die Reißzwecken, die in den Lederslip nach innen eingearbeitet werden sollten. Aber man wundert sich in diesem Job und tut es trotzdem. Also richtige Reißzwecken, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen schmunzeln. Also richtige Reißzwecken in einen Slip rein. Ja. Ja gut. Wem es gefällt. Ich würde sagen, wir machen dann lieber jetzt die ganz normale Lederhose und bleiben dann dabei. Leder ist kostbar und robust. Ein Quadratmeter kann da schon mal bis zu 100 Euro kosten. Dafür hält die Hose dann aber auch jahrzehntelang. Petra Goldmann sitzt am Hafen in der Bernhard-Ernst-Straße in einem kleinen Hinterhof. Dort fertigt sie alles nach Wunsch und Maß. Und das natürlich aus Leder. Petra Goldmann, die Frau mit dem Goldhändchen für Lederware. Da sitzt wirklich jeder Handgriff. Genau wie bei Christina Matanovic. Sie wurde jetzt sogar für ihre Arbeit ausgezeichnet. Für was genau? Schaut selbst. Seit 2009 arbeitet Christina Matanovic im Vapiano an der Königsstraße als stellvertretende Restaurantleiterin. Die 25-Jährige setzte sich damit gegen 6000 andere Mitarbeiter durch. Grandios, also das Gefühl kann man nicht beschreiben. Also das ist immer noch wie so ein Film. Kann man noch nicht so ganz realisieren. Die junge Allrounderin hat als Fachfrau für Systemgastronomie alle Hände voll zu tun. Doch ihre Arbeit managt sie mit Leichtigkeit und viel Spaß. Nicht umsonst hat sie die Auszeichnung als weltweit beste Mitarbeiterin erhalten. Von der besten Restaurantleiterin 2011 kommen wir jetzt wieder zu unserer Suche nach dem besten vegetarischen Gericht in Münster. Zuschauerreporterin Lisa war bereits im Pepperoni und im Café Prütt für euch unterwegs. Und heute testet sie das Echtzeit am Hohenzollernring. Ich stehe jetzt vor meiner dritten Station, vor dem Echtzeit und werde jetzt das dritte vegetarische Gericht ausprobieren. Hallo. Hallo. Ich hätte gern eine Pizza mit Mozzarella und fruchtigen Tomaten. Dankeschön.
Also die Pizza ist richtig knusprig, schön warm und noch richtig frisch. Ja, die Pizza war richtig lecker. Sie war knusprig, frisch und noch richtig warm. Es hat mich rund 10 Euro gekostet und die Atmosphäre war auch richtig toll. Es war nicht zu laut, es war gemütlich. Also ich bin sehr zufrieden. Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich für den Geschmack 9 Punkte geben. Für den Preis vergebe ich 7 Punkte und für die Atmosphäre gebe ich volle 10 Punkte. Ja, die meisten Punkte habe ich an das Echtzeit vergeben. Das ist mein persönlicher Favorit. Es hat mir super geschmeckt, der Preis war in Ordnung und die Atmosphäre war für mich total schön. Ich freue mich, dass ich für WMTV als Zuschauer da mitmachen konnte. Herzlichen Glückwunsch ans Echtzeit. Und vielleicht habt ihr ja noch super Ideen für unseren ultimativen Zuschauertest. Dann postet einfach auf unserer Seite. Natürlich könnt ihr auch selbst dabei sein und testen, worauf ihr Lust habt. Ich bin damit raus, verabschiede mich und sage bis morgen.